Einen wunderschönen guten Morgen zusammen alle. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Tag 2 der Elektronika 2022. Der Start gestern war vielversprechend und heute geht es noch vielversprechender weiter. Und wir starten hier unser Programm im PCB and Components Forum mit einem Vortrag von Herrn Dieter Weiß. Und er stellt die Frage, ist die Elektronikindustrie in einer permanenten Krise? Wir hoffen es nicht, ich glaube es nicht, aber Herr Weiß wird uns jetzt Näheres dazu berichten. Diejenigen von Ihnen, die sich noch an die Produktronika 2019 erinnern können, da habe ich hier auch einen Vortrag gehalten, da wurde teilweise schon von der Rezession gesprochen, von einer technischen Rezession, die dann zustande kommt, wenn zwei Quartale hintereinander ein negatives Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet wird. Und das zweite Quartal hatte ein negatives Bruttoinlandsprodukt und während der Produktronika wurde dann das dritte Quartal mit einem Plus von 0,1% angekündigt. Aber die Kleineren haben damals schon ernsthaft gelitten und Sie sehen, 37% aller Firmen haben 2019 ein negatives Wachstum im Umsatz gehabt, bevor dann der große Einbruch durch die Pandemie in 2020 gekommen ist. Und Sie sehen auch, 2021 hat es wieder einen Upstream gegeben, aber da kommen wir gleich noch separat drauf zu sprechen. Everyone has a chance to have success if he makes the right decisions. But lately we have seen a lot of problems in regards to the distribution of components. And that has caused a lot of headaches and it is in some instances already life-threatening when companies have now inventories in the region of 50-60% of an annual turnover. Die großen EMS, die wachsen stärker als die kleinen. Ja? Zusätzlich begreifen OEMs immer mehr den Vorteil der Vergabe an den EMS, aber gleichzeitig wollen sie auch von ihnen das komplette System und nicht mehr nur die Baugruppe geliefert bekommen. We do see that products coming from China are being put in question for the simple reason that the logistical supply chains do not work anymore and EMS companies have to source a certain part of their business with European PCB manufacturers if they want to avoid having a big sourcing problem on PCB one day. Now, in specific on prototypes, small batches, we are talking about fast turnaround as well. Prototypes always are required yesterday and you don't have two suppliers, one for the PCB, one for the PCBA. You have just one supplier, which is definitely an improved logistical chain. Fertigung heißt ja, ich muss mich bereiten auf die Mengen, die ein Kunde haben möchte. Und das kann in einem sehr speziellen Fall auch eine kleinere Menge sein, im hochkomplexen Produkt. Es kann aber auch sein, dass der Kunde sagt, ich habe hier eine Ramp-up, ich brauche eine Skalierung bis zu mehrere Millionen Stück. Und dann ist die Kunst nicht einfach nur es fertigen zu können, sondern es in einer hohen Qualität auch in großen Mengen fertigen zu können. Und da ist das Thema Automatisierungstechnik ein großes, sodass wir sagen, wir haben für Produkte, die in Millionen Stückzahlen laufen, dann eben auch gestalten wir die Automatisierungszellen, die mit einem sehr, sehr hohen Yield in der hohen Qualität auch große Mengen ausbringen mit höchster Qualität, was auch eine Kompetenz in sich ist. Fernab der Technologie, die man dann einsetzt, also rein die Massenfertigung in hoher Technologie ist auch eine Kompetenz, die wir da mitbringen.